Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Mod für Minecraft 1.16.5. Ja, mit einem Muschas scheinbar. Das will ein Besen heiraten. Hallo Muschas, ist ja süß. Level 5, okay. Geil, ich bin gerade wieder reingechallt, also die Pokémon, oder Pixelmon eher, sind noch nicht so gespawnt. Und wir haben hier keine Apikoko-Bäume. Die müssen wir noch irgendwo finden. Ja, wir haben noch gut Platz. So. Also, da haben wir einen Meisterball, also eine Meisterkiste scheinbar. Und eine leere T, also eine TM wahrscheinlich. Technische Maschine. Jubelball. Bewegt es ein Perfekt wie ein Pokéball, den zum Fangen von Pokémon ohne eine erhöhte Fangchance. Nicht so gut. Und Simperball. Damit werden Pokémon gefangen. Die Fangchance steigt bei Pokémon derselben Art und anderen Geschlechts auf der Achtfache eines normalen Pokéball. Okay, so für taktische ja, Fänge natürlich sehr gut. Hokomil dreht sich im Kreis. Zuckerwerk. Okay, nehmen wir einfach auch mal mit. Oder warte kurz, wir lassen die Sachen drinnen, die sind nicht so wichtig. Sand lassen wir jetzt auch mal noch drinnen. Und ja, Fichtenholzblätter brauche ich auch nicht direkt. Damit wir einfach Platz haben für die Apokos. Und ja, markieren das auch mal kurz. Hochzeitsbrot. Ja, werden wir schon merken, dass wir das meinen. So, hier oben. Ah, piep. Ich bin hier gekommen, um eine Hochzeitsparty zu machen. Es ist ein bisschen spät fürs Ankleiden, ja. Ich hoffe, du tust dich, ja, amüsieren hier. Und ja, wenn du ein Pokémon hast, ja. Aha, wenn du gekommen bist mit einem fliegenden Pokémon. Okay, ja. Das getragen wurde es von einem fliegenden Pokémon, aber ja, wir haben ja aufs Boot hüpfen können. Rosenrauch, das haben wir schon mal gefunden. Knospi. Okay, irgendwo ist auch noch mal ein NPC. Da unten ist eine Überschwemmung. Das nehmen wir auch mal raus. Und da ist wahrscheinlich so ein Brief. Ein Herzbrief. Okay. Was haben wir denn hier? Seegurken. Oh, Schmelzöfen. Lol, das ist der Motor. Da sollte einfach so der Motor dastehen. Nice. Oh cool, rosa gladierte Keramik. Das sieht man auch nicht oft. Ein Kühlschrank. Muss ein Kühlschrank. Hier haben wir vielleicht noch etwas. Ja, ja, ein Geheim. Oh, sehr schön. Yo, also riesige Schätze hier. Noch mehr von diesen Simperbällen. Ja, sonst der normale Kram. Ein Nugget, das können wir zum Verkauf. Ich sehe gar nicht, dass wir. Hey! Mist, ey. Das ist unter Wasser. Ich sah gar nicht, dass wir unter Wasser sind. Lol, ich habe nicht geschaut. Okay, das war ein Fail. Aber ja. Gut, wir sind ja da zum Sterben. Als auch kein Monster gibt, deshalb sterben wir anders. Ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, und der Baum ist gewachsen, okay. Es ist so geil, es ist aber. Es ist so kurios, wie Minecraft wieder auf den Keks geht. Mit ihren Spawns. Aber gut, da lassen wir uns natürlich nicht irgendwie schlecht machen oder so. Auf jeden Fall laden wir mal die Sachen auch ab. Hier können wir nachher nochmals aufs Boot gehen. Wir tun jetzt aber lieber nochmals mit einem neuen Boot ein bisschen uns besser umschauen. Also Jubelbälle, wir können eigentlich ein Pokémon jetzt fangen. So, also welches Pokémon möchte gefangen werden von unserem Bautz? Also das muss ja jo, nicht er fangen, das müssen wir fangen, das Pokémon. Aber wir ja,
müssen es ja noch zuerst schwächen, also. So. Rot muss ich nicht mehr haben. Lol, es war unter Wasser und man sieht es meistens gar nicht. Okay, ich würde gerne einen Abra haben, aber das ist meistens ein bisschen höher. So ein Synferball. Ich glaube, Abra, ja, Abra ist kein Geschlecht, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso die kein Geschlecht haben. Ich könnte mich auch ehren und man, es zeigt einfach nicht an. Kann auch sein, aber auf jeden Fall wollen wir ein Pokémon haben, das weiblich ist. Und auch fangbar ist und nicht sich wegteleportiert. Ständig im Kampf. Also wir gehen mal hier rüber zu den Baum. Also, ja. Sag schon die richtige Baumart. Vernichte, vernichte. So. Sieht cool aus auf der Map. Da oben haben wir nochmals. Also ich habe eben die Spawnrate erhöht, verdoppelt. Aber das ist scheinbar noch zu wenig. Oder einfach das Spiel kommt nicht nach mit dem Farm. Araqua. Level 9 ist leider wahrscheinlich auch wieder nicht genderspezifisch. Ein Wingull würde ich gerne, so ein großes Wingull. Hm, lieber nicht. Das hängt zwar für... Ist das ein Fifien? Nein, das ist ein Eichhörnchen von einer neueren Generation. Okay, also lieber nicht. Was könnten wir denn fangen? Da. Ah, das ist auch wieder so ein... Okay, die Dinge werden gar nicht angezeigt. Ja, das müssen wir immer wieder kurz reinschauen. Kurz kämpfen gegen ein Vieh. Du, was bist du? Schrudel. Ist ein... Hä? Eine Schnecke? Sieht ein bisschen aus wie eine Schnecke. Ist noch ein bisschen zu hoch. Das Bautz könnte es nicht so stark schwächen. Und würde selber sterben. Nee. Wir gehen taktisch vor. Wir wollen ja auch... Ja, nicht allzu schnell auch stark werden. Ja, schon, aber... Viele Pokémon auch schlechter noch ein bisschen kämpfen lassen und so. Deshalb jetzt mal ein anderes Pokémon. Wie zum Beispiel ein Teddy Ursa. Die kenne ich auch noch vom Namen. Ja. Ich finde aber, es ist nicht so... Also, es ist zwar motivierend, weil es ein Bär ist. Ein kleiner Teddybär. Aber ich möchte... Oh. Man sieht den Namen nicht. Bacheris, ja, Bacheris, glaube ich. Okay. Und das ist eigentlich nicht Englisch, sondern Japanisch. Bacheris, oder so. Der Bach. Also, wo haben wir denn diese... Apikoko-Bäume, genau. Wo haben wir denn die? Oh, cool. Ah, das ist auch so ein Baum. Komm, wir holen uns einen Carper da. Nee, nicht gerade so ein schwaches Pokémon für den Anfang. Ja, das, die Auswahl ist ein bisschen schwer. Hä, gibt es hier keine Wiesen oder so? Eigentlich sollten die im Wald auch spawnen. Datiri. Ja, nicht gerade mit einem Blau-Pokémon. Die Auswahl ist ein bisschen schwer. Goldini kenne ich auch noch. Ja, ich habe damals schon recht viel Pokémon gespielt. Also, es war einfach die einzige Möglichkeit, ein Spiel zu haben dafür unterwegs, wo lange geht. Dann habe ich halt immer das gespielt. Oder Castlevania Aria of Sharrow. Oder Advance Wars. So Sachen habe ich gespielt auf dem 3DS. Nein, nicht 3DS, sondern Advanced SP, glaube ich. Ja. So, ein Hyperheiler. Da ist noch eine Ruine. Das ist aber wahrscheinlich auch wieder so ein Spezial-Pokémon. Gigantamax oder so. Hm.
Oh, nee, so. Du bist Pampuli. Ziemlich geil, einen Esel zu haben. Ein Onyx, ja. Wieso nicht ein Onyx? Ist gar nicht mal so hoch. Level 10. Klunket. Was bist du denn dort? Hä? Ist irgendwie so ein Sheriff. Cool. Oh, Pokébälle, sehr gut. Superbälle noch besser. Gegengift. Höhenheiler. Andere Krimskrams essen. Wiederball, also für Pokémon, die man schon gefangen hat, mal besser. Gegen die. Eine Bank. Soll ich die Fichtenbank mitnehmen? Kann man die irgendwie craften? Also drauf sitzen kann man. Dann nehme ich doch die mit. So, und ja, dann mal ein bisschen den Sand höher. So. Ja, ist eher leise, also es bleibt leise, wenn ich einen Block abbaue. Ja, Block abbauen ist ein bisschen laut jetzt. Gar nicht mal so viel lauter. Ist auch ein bisschen lauter. Da ja, je nach Spiel halt OBS schon sehr sensibel einstellbar ist. Zu sensibel, dass man das immer perfekt hat. Macholo. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ist halt einfach hoch. Macholo, möchtest du ins Team? Scheinbar nicht. Flurmel, das war immer so ein Pokémon, das ein bisschen hart war für den Anfang von Rubin. Weil es so einen Aufruhr gemacht hat, der, glaube ich, irgendwie mehr Schaden macht. Oder auf jeden Fall, je nachdem, wie verletzt es ist oder so. Und hier ist Rubin. Okay, nehmen wir. So. Ah, und hier haben wir jetzt Dynamic. Dynamics. Ja. So, Dynamic Trees. Wow. Cool. Also, scheinbar sind sie selten, aber sie ersetzen die Bäume nicht. Ist ziemlich neu. Oder ist es einfach jetzt genug weit weg, dass sie es überhaupt generieren wollen können? Ja, und das sind die Setzlinge scheinbar. Ja, Sachen, klar, realistischer alles. Und so weiter. Und das ist ziemlich geil. Kleinstein wäre natürlich auch ein Pokémon, das ich gerne trainieren würde. Hier sind zwei Trainer oder so. Die können auch irgendwelche Attackenverlerner sein. Oder Erlerner auch. Ja, Attackenlerner. Und. Aber Attackenverlerner, die tut man ja immer ersetzen. Einen alten Fischer. Ich bin ein alter Hase im Angeln. Also lassen Sie es mich wissen, wenn Sie eine Bewertung Ihrer Ausrüstung wünschen. Bringen Sie diesem NPC eine Angelroute, damit er für das Jump-Angeln bewertet wird. Okay. Wir haben keine Angel da. Attackenlehrer für Bouts. Sternschau, Doppelflügel. Was? Doppelflügel? Ah, okay, so ein Doppel ist fast stark. Ich glaube, gleich stark wie ein Tackle. Ziemlich gut. Kostet aber 16 Smaragde, okay. Ja, sogar Diamanten. Okay. Vielleicht ein andermal. Oh ja, ich glaube, liebe Krabben-Pokémon. Pelino ist auch ziemlich geil. Krebskorps. Ich würde gerne verlieren. Hat, glaube ich, nur eine Entwicklung. Oder mittlerweile drei. Zwei Entwicklung Erweiterungen. Oh, das sieht sehr schön aus hier. Okay. Dann nehmen wir noch einen solchen Baum.
kleineren hier. Eine eiserne alte Eise. Heute ist der Tod der Parts. Part der Tote. Juhu! Buggy, buggy, buggy. Ziemlich buggy. Nein, vielleicht ist es ja gewollt. Ah, da wird wir die nicht sofort werfen und einen Kampf einsetzen. Jo. Wir müssten irgendwo Platz schaffen. Gut. Einfach nicht sterben lassen. So, und ja, die Fichtenbänke tue ich mal rein. Nicht alle Tränke, aber Jubelwelle kann ich reintun. Karotten. Ich möchte mindestens eine anpflanzen, deshalb. So. Also. Und ich nehme das Boot mit in Richtung Todespunkt. Das ist ein bisschen doof, wenn man das Mods nicht kennt und dann stirbt, weil man irgendwie reingeht, obwohl ein. Wieso tut ein Baumstamm einen töten? Er ist ja nicht direkt auf mich gefallen, sondern auf die andere Seite. Ich bin einfach ein bisschen zu tief rein gelaufen und reinlaufen kann man ja im Real Life nicht. Also muss nicht unbedingt tödlich sein, wenn man halt ja, gegen die Fallrichtung reinläuft, aber es kann sehr, sehr heftigst weh machen. Es kann zum Beispiel das Kinn aufschlagen, wenn es nach oben schleudert. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt töten möchte werden können. Aber ja, es gibt natürlich immer wieder Baumfelltote, weil einfach der ganze Baum oben runterfällt oder so, in die falsche Richtung fällt. Aber das sind meistens wahrscheinlich Laien und nicht irgendwelche Profi-Holzfäller. Vielleicht Lehrlinge noch oder so, aber nicht unbedingt. Hier haben wir ein Haus. Ja, schon. Aber es ist richtig lustig. Ich sterbe, weil ich einfach irgendwie Pech habe. Hey, es war doch unbedingt, dass wir draußen waren, aus dem Wasser. Das war vielleicht ein Anzeigefehler oder so. Keine Ahnung. Wir haben kein Bett mitgenommen. Nehmen wir das Bett mit. Aber für was ist dieses Haus? Was ist der Grund für dieses Haus? Es ist sicher etwas unter dem Haus. Nö. Keine Ahnung. Ja, vielleicht noch tiefer, aber. Ah, es ist sowieso nur ein Dorfhaus. Sag mir doch, dass das ein Dorf ist. Das ist so schlecht. Meditieren in den Bergen ist sehr friedlich. Man kann, ja, ausgenommen, man sieht laute Trainer, die Pokémon fangen, der hört sie. Okay. Du hast irgendwelche Belohnungen? Kirbys haben wir aber schon. Egal. Tschüss. Ein Mönch. Ah, deshalb meditieren. Oh ja, jetzt haben wir hier einen neuen Baum, zwei neue Bäume. Sehr schön. Das sind keine Aprikokos. Das ist ein Labrusbeeren. Okay, sehr schön. Ui, das sieht auch sehr schön aus. Den nehmen wir auch noch mit. Und da drunter ist nur Kuppel. Okay, das ist ein Shop. Den bräuchten wir. Und ein Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten. Okay, sehr interessant. Weihnachten ist gar nicht mehr. Okay, hier gibt es Pokébälle und so. Merken wir. Laden. Gut, brauchen wir zu heilen? Nein. Gibt es irgendwelche Kisten? Es gibt einen Forscher. Dr. Vielbetter. Vergesse nicht, deine Medizin zu nehmen zweimal pro Tag.
bestens dreimal oder viermal. Das Beste ist, also das wirklich Beste ist das Lachen. Kennst du ein paar ja, Scherze? Nö, ich bin kein Scherz. Ich bin ganz irgendwie untalentiert. Ich schwitze gar nicht, witzig. Ich sterbe lieber. Ja, wenn man gerne stirbt, ja. In Minecraft natürlich, nicht in Real. Man weiterhin so talentiert spielen wie der Drago. Baron Locke. Enigma Baron. Der Baron. Kartoffeln haben wir, glaube ich. Schon, ja, Parahalle brauche ich nicht unbedingt. Fische auch nicht unbedingt. Bambus aber dafür. Coreberry. Also nehmen wir das mit. Fichtenstamm brechen wir auch nicht. Kartoffeln noch mehr mitnehmen. Smoothie und ein Bambus. Dann grünen eigentlich den Blumentopf. Mit einem Blumentopf gewinnt man keinen Blumentopf. Hypertrank, der ist wichtig. So seltene Sachen lieber nicht mitnehmen. Karotten haben wir dort schon. Die anderen X-Dinge sind ja nicht so tolle. Genau, das haben wir ja schon mal gesehen. Oh. Ziemlich wichtig. Ja, Fisch muss ich nicht unbedingt mitnehmen. So Sachen, die man selten findet, nehme ich mit. Flottball, die sind sehr gut. Dann nehme ich am besten nicht mit. Ist das Hyperheiler? Ja. Nein, das ist Hypertrank, genau. Hyperheiler brauche ich, genau. Ich glaube, Supertrank ist schlechter. Ja. Jo, und Superball noch mehr Superbälle. Gegengift ist jetzt auch nicht so wichtig. Und hier ist Honig. Hallo. Ja, wie wir Bokkon haben, Natürlichkeiten, ja, einzigartige Natürlichkeiten und machen es so immer anders, je nachdem, was sie für eine Spezies sind. Diese natürlichen Effekte erhöhen ihre Stats, tun aber sie runtermachen. Das sind die Wesen, glaube ich. Ein Wert geht nach oben, der andere geht runter. Oder sie bleiben gleich, wenn sie, glaube ich, neutral sind. Jo. Okay, noch mehr. Dann tue ich den Blumentopf mal rein. So. Ich habe keinen anderen mehr. Da haben wir noch eine Kiste. Noch mehr Kürbiskerne. Kürbiskuchen. Ja, sonst können wir nichts mitnehmen. Da. Feuerheiler brauchen wir auch nicht. Überleber noch mehr mitnehmen. Und ein Lieder brauchen wir auch nicht. Jo. Schwarzgurt, was hast du? Ja. Eine Pokémon-Natur, also ein Pokémon-Wesen kann einen großen Effekt auf die Stärke des Pokémon haben. Es gibt 25 unterschiedliche Typen. Finde die richtige, ja, das richtige Wesen für ein Pokémon, damit du es im Kampf, also im Kampf einfach Vorteile gibt. Sehr gut. Und hier ein Verkäufer. Willkommen im Pokémon-Markt. Brauchst du irgendwelche Hilfe? Oh geil, das ist aber ein normaler Pokémon-Händler im Markt. Pyappa wäre. Aha. Was brauche ich nicht mehr? Ich denke, ich nehme mal die Stämme. Ja, sowieso Bären. Und wieder, wenn die Bären wachsen. So, wir brauchen einfach mehr Platz. Ich möchte irgendwie so eine Farm bauen können. Deshalb gehen wir auch nochmals in eines dieser Häuser. Die haben wir schon mal in der ersten Stadt, im ersten Dorf gesehen. Schneeblock, Skelettschädel wieder. Habe ich ja genug
Ah, ist immer eine Tagesstätte. Okay. Sehr interessant. Jo, die gleichen Pokémon wieder. Hier ist eine Zuchtstation. Brunusbär, Plagiabär. Wenn ich wieder Platz habe. Damit. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Noch mehr. Einstein, cool. Muss ich ja jetzt auch noch nicht mitnehmen. Hier im Oben nichts drin. Im Ofen auch nicht. Nö. Weiße Wolle Mycel wieder. Okay, können wir gerne mal mitnehmen noch. Aber was ich eigentlich wollte, ist irgendwie so eine Schmiede oder sonst irgendwas. Ein Haus, was ein bisschen wichtiger ist. Waren wir im großen Haus? Ja, das war der Markt, genau. Dann habe ich sicher hier links oben noch etwas. Ja. Nochmal so ein Markt, okay. Nicht so interessant, dass es gibt noch genügend Märkte. Ja. Galar TMs. Okay, Galar ist, glaube ich, eine der neueren Regionen. Können wir vielleicht dann irgendwann mal gebrauchen. Und was haben wir hier schon drin? Nichts. Okay, dann gehen wir noch zur Leiche. Also die Leiche ist ja weg. Wir haben ja Keep Inventory an. Haben ein bisschen Hunger. Und suchen eben diese Abikoko-Bäume. Die sind einfach kleinere Eichenbäume, sehen sie aus. Sind ein bisschen unterschiedlich von den Farben her. Aber scheinbar jetzt gerade in dieser Region nicht. Ich finde es cool, dass jetzt wirklich jeder Baum hier so ziemlich einzigartig aussieht. Oh, komm, kann ich durchlaufen. Sehr schön. Macht es auch ein bisschen schöner, hä? Cool. Ich mochte mal den Mod nicht so sehr, weil es einfach ein bisschen zu lange ging. Das wurde mittlerweile auch schneller gemacht, habe ich gesehen. Ja. Wurde einfach ein bisschen verbessert. So. Der Mod war auch ziemlich früh rausgekommen, dass da alles noch nicht so balanciert war. Und ist mittlerweile natürlich sehr, sehr viel weiter, weil es ja sehr lange ging, seitdem ich ihn nicht mehr genutzt habe. Jo, ich kenne ihn halt auch nicht mehr so sehr, aber er macht's doch auch wieder sehr viel spannender und cooler. So, wir haben leider kein zweites Pokémon gefangen in diesem Part. Jo, ich muss mich wirklich noch ein bisschen mehr entscheiden. Ich denke, es wird mir immer schneller gehen, auch Pokémon zu fangen, also weniger Entscheidungen brauchen. Ich möchte nur einfach gerade am Anfang ein Team aufstellen, das ein bisschen spannender, cooler und so ist. Und ja, je nachdem, wie es uns so liegt, was ihr denn auch so wollt, kann ich natürlich dann gerne. Oh, ich will einen Stein haben. Das ist so ein Segment, das ist so ein, ja, Schichtenstein. Danke für das Holz noch. Sehr nett. Ja, der Baum ist leider verschwunden. Jetzt müssen wir nochmals einen fällen. Jetzt aber ohne Tote. Ich bringe mich nicht selber um. Dort drüben ist eine Wiese. Da könnten ein paar Abikoko-Bäume wachsen. Oder halt in einem normalen Wald. Aber da haben wir am Spawn ja auch einen. Und sie spawnen nicht so ganz. Okay, jetzt ist er weg. Was bist du dort oben? Du bist Tanza, oder wie der heißt. Postelka, glaube ich, heißt er danach. So. Immer die Setzlinge mitnehmen. Ich hoffe einfach, dass Dschungelsetzlinge und so einfach öfters droppen. Postelka bist du, glaube ich. Tanzer sieht ein bisschen anders aus. Transfer-Tutor. Himmelsfeger-Gesichte. Flammen. Ah, wenn ich schon Flammenwurf kommt, das sind wahrscheinlich Tutor, die sagen, die von anderen Typen und so die Attacken auch geben. Tanza. Ist leider so eine Art, also ist doch nicht Forsaken. Forsaken ist also der flache
Ja. Ist so eine Art Selbstmord-Explosions-Pokémon. Das kenne ich auch wieder nicht. Was bist du? Weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich so eine Fee oder so. Eine Art Baumfee oder. Nein, nicht eher Baumfee. Wo war die Wiese da drüben? Du bist, was bist du? Ah, oh Mensch. Für mich, ah, oh, ist ein Trainer, weil er Level 5 drauf hat. Ne Birke. Ja, müssen wir dann später mal holen. Oder ich werfe wieder etwas weg, was ich nicht so sehr brauche. Wird langsam schwer. Was bist du? Quests, okay, Fraktion. Ich könnte die Pokébälle eigentlich wegwerfen oder so. Das Boot brauche ich sicher noch. Etwas, das ich hinpflanzen kann. Ja komm, beim Osterstein. So. Dann finde ich sicher nochmals irgendwo. Oh, und jetzt einfach mal schauen, dass der Baum in die richtige Richtung fliegt. Ja. So. Gut. Genau, die wollte ich. Radfratz. Wäre auch cool, so ganz schwache Pokémon am Anfang zu fangen, zu trainieren. Und dann hätten wir für viele Pokémon auch keine Chance. Jetzt muss ich mal wieder gucken. Die anderen richten immer noch. Bisschen verwirrend. Wow. Genau, und weil das jetzt gerade mich gestört hat im Augenwinkel. So. Oh, Larvitar. Das ist ein super Pokémon. Ist schwer zu fangen, aber ich versuche es mal. Ne? So, einfach mit einem Flugball. So, weil es hat sehr eine hohe Fangrate, also schlecht zum Fangen ausgerutscht. So. Sehr effektiv. Oh. Okay. Jetzt ist die Fangchance schon viel geringer. Jetzt setze ich mal einen Hyperball ein. Ah, oh, Tackle. Und, oh, überlebt. Gut. Nochmals ein Hyperball. Es muss doch reingehen. Wir haben keine Chance gegen dieses. Es ist viel stärker. Ja, es ist zu hart. Ich kann es leider noch nicht fangen, aber sieht schön aus. Das Design ist ziemlich schön. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, so ein Pokémon zu fangen ist schon sehr hart. Ohne Schwächung, ohne Statuseffekte. Lol. Noch runtergefallen. Ein anderer Pokémon muss her. Ein bisschen eine bessere Fangrate hat. Ich glaube, so wirklich Endregionformen mit hohen Levels in den Spielen ist einfach zu hart, auch einen Pixelmon zu fangen. Oder wir haben einfach nur Pech gehabt. Aber gut. Leute, warum dorthin? Nuggelotz, das ist doch ein Pokémon. Ein Goldhamster. Cooler Baum, also sehr hoch. Schön, schön, schön. Was ist das? Das ist Fichten, Ding, Akazienholz. Okay, gehen wir dorthin noch kurz. Ja, der Part ist schon ein bisschen länger. Es sind wirklich keine Apikoko-Bäume. Wo gibt's die? Wie selten sind die vor allem? Sollten doch eigentlich nicht so selten sein. Okay, was haben wir dort? Schöne Rastplätze übrigens. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist eine Art Schrein für ein bestimmtes Pokémon. Das könnte Celebi sein.
In der zweiten Gen war in einem Wald ein Celebi-Schein. Könnte sein. Oh, Wally! Das kenne ich noch aus dem ja, Palworld, oder? Da habe ich es auch erkannt. Schade, dass es. Ja, es geht momentan nicht. Kann ich einen Flottball direkt werfen? Ich will einen Wally fangen. Bitte bleibt drinnen. Ja. Yay. Gut, es hat nichts gedroppt, scheinbar, weil gefangen. Und ein weibliches Woli. Sehr schön. Das ist unser weiße Apikokoblätter. Bekommen die jetzt. Kann man die irgendwie ernten? Was, Birken, Kätzchen? Cool. Ich wusste gar nicht, dass Birken im Real Life Kätzchen. Ich dachte, die heißen anders, aber sind einfach ein bisschen anders. Cool. Ein Elex-Schrein. Keine Ahnung. Okay. So, hier ist ein Schwarzeichenbahn. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber den brauche ich. Oder ich werde ihn. Wir machen hier mal so einen Teleportpunkt auf. Wie heißt es? Elex-Schrein? Und dass wir einfach hier uns mal ein bisschen hell teleportieren können, solange wir es brauchen. Ja, Elex-Schrein. So. Und damit wir einfach nicht so ewig laufen müssen, bis wir irgendwo wieder sind. Machen wir ab und zu so Teleport-Ding. Ich sage ja, ich muss mich dann manchmal vielleicht hin teleportieren. So, also. Dann, ja, gehen wir nächsten Part zurück kurz. Laden alles ab und machen hier nochmals ein bisschen weiter. Jons, nein, ist nicht ein Sumpf. Ist, da gehen wir noch hin. Haben wir da nicht? Ne, wir sind hier oben irgendwo doch. Da ins Dorf sind wir auch noch nicht gegangen. Gehen wir einfach hier wieder hoch. Jo. Und ja, entdecken mehr. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.